Howard Philip Lovecraft ist gewesen ein schudner Mensch und ich lege euch vor, als ihr sollst lehnen wegen dem Balmachaber. Ich habe angeschrieben, ein kleines Essay. Aber jetzt will ich vorlehnen für euch das Chalom Suchenisch von Unbekannt Kadas. Dreimal hat Randolph Carter gechalmt von der wunderlichen Stadt und dreimal ist er weggehabt geworden, beschaß er hat sich noch abgestellt auf der heucher Terrasse über ihr. Ganz golden und lieblich hat sie gesarfend in der Schkia mit Wind bei dem Gdashim, Kolonnades und ausgebeugte Brücken von veroderten Mirmelstein. Silberner Bassein, Fontanen von prismatisch Spritzen in brachwustige Plätze und parfumierter Gärtner und breite Gassen marschierendig zwischen zarte Bämer und quetbeladene Urnes und helfenbeinerne Statues in glanzendicke Reihen beschaß auf stolzige Ukassen auf Zoffen haben sich gedrapet Reihenschichten von reute Dächer und alte verspitzte Dachspitzen, ausbehalten de kleine Steglech und große dicke Brucksteine.